bestes Team! Yeah! Echt unser bestes Team! Alles die Tief gehört, wir finden. Leute, wir sind endlich am Auto. Es geht jetzt los. Die letzte Etappe für uns. Die ist auch am Beladen. Die sind, glaube ich, genauso platt wie hier. Wir gehen jetzt auch so langsam die Worte aus, muss ich sagen, gegen Ende der Tour. Meine Stimme ist weg, mein Gehör mittlerweile auch. Final stage, guys. Final stage. Wish you all the best. Final stage. It's 12 hours of driving. It's a pleasure to be with you. 12 hours for you. I'll be there in 8. Sure. Did you see that when he hit the ladder? Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Der schmeißt eine Leiter auf die Autobahn. I'm selling the ladder actually on eBay now. We will sign it and I brought him up to sign it. Hey! It's nice. Am Abend haben wir ordentlich gefeiert, was zur Folge hat, ich kann nichts hören. Ich habe nicht geschlafen und bin absolut nicht fahrtauglich gerade. Es wäre eine Gefahr für andere und für mich, wenn ich mich jetzt in ein Auto setze und fahre. Was zur Folge hat, dass Kevork erstmal heroisch das Lenkrad übernimmt. Felix wird mit Kevork im Auto filmen, während ich bei den Jungs im Urus mal versuche, 3 bis 12 Stunden zu schlafen. Unser Tagesprogramm, es geht zum Finale nach Porto Montenegro. Ich sage jetzt einfach, ihr fahrt los und ich lege mich schlafen. Wir sehen uns auf dem Weg irgendwo nach Kroatien. So Leute, heute ist der letzte Tag von Budapest nach Montenegro. Wir haben 800 Kilometer, eine reine Fahrzeit von 11 Stunden. Plus tanken, plus Ereignisse auf dem Weg. Ich bin mal gespannt, wie lange der Weg heute dauern wird. So Leute, Zwischenstopp. Wir sind kurz vor Zagreb. Ich habe ein Upgrade, ich habe eine Luftmatratze. Und die werde ich jetzt auch nutzen. Leute, Gumball Lifestyle 2023. Wir fahren nach Montenegro. Gute Nacht. Guck, was ich mit ihm mache. Arsch. Ich werde mich jetzt ganz unverschämt kurz vor Ziel mich in den Bugatti zu ihm reinsetzen und den Fame der Einfahrt noch mitnehmen. Aber der ganze Fame gehört erstmal ihm. Es wundern Leute, wenn ich keinen Louis Vuitton anhabe gerade. Ja, ganz wichtig, ich habe zum Schlafen im Auto einfach mal so ein Gumball-Shirt angezogen. Aber ich habe natürlich mein Shirt in der Hand. Ich wollte, dass es nicht zerknittert. Das werde ich jetzt anziehen gehen. Wir haben jetzt noch 19 Minuten und 13 Kilometer bis nach Split. Die Location nennt sich Roof 68. Ich nehme an, dass es dort sehr schön sein wird. So, Leute, angekommen in Split. Es ist wunderschön hier. Wunderschön. Wir haben jetzt 8 Stunden Fahrt aus Budapest bis hierher. Das Wetter ist traumhaft. Urlaubsgefühl pur. Und wie das da vorne schön aussieht. Wir warten schon drauf. Bravo! Yes, sure. Let's go. Wir haben kaum Zeit, die Gegend zu genießen. Das heißt, schnell los mit uns. Wo müssen wir denn lang? Komm, Felix. Wir gehen Tickets kaufen. Two Tickets, two cars. Das sind die Tickets. Eines der teuersten Fähren-Line-Ups, die es bislang hier drauf gegeben hat. Ja.
Katja, how are you? Good. Just to let you know. Nice to see you. Just to let you know, the suitcase you loaded in the G-Wagon. Yeah, they told me. It will arrive tomorrow. I'm fine. You're fine? You have everything you need? I have everything I need. Almost done. Almost done. We're almost there. We can see land. Holy crap. How was your drive today? Okay. Okay. Yeah, roads were quite empty, nice, okay. Good. Finally here. How fast did you go? Not too fast. Today, like 317. That's it? I'm just kidding. Yeah, you're a jet pilot. You're used to more, right? No, that's fast. That's really fast. Are you looking for Nikki Beach tomorrow? Yeah, Nikki Beach will be awesome. Yeah. Tonight, I'm not sure if we're going to go out. Yeah, just grab something and let's see. Congrats to Bacon for making it up to here. Awesome. Congrats. Pleasure to be with you on good the tour. Good work. Bye. See you. See you. Bye. You're making movies, right? I don't know what I'm doing anymore, man. It's a lot. I love you, man. I love you it too. Was such a pleasure to be with you on the tour. We have a good time. Yeah, I really enjoyed. And now really it's enjoyed. Windy and it's raining. I'm with a dog in this very safe vessel. Yeah. But safety first. Do you know what I'm looking for? Nikki Beach tomorrow. See you there. Naked Beach? Nikki Beach. Naked Beach? Naked Beach. Naked Beach. Yeah, I heard it's something like spring break, what you have over there. Oh, God. Hi, man! How are you? I'm great. Listen, I'm not going to say much. All I need to know is that if I hand you the mic, you can tell me exactly what I need to know. Ciao, Montenegro! Kako ste, Montenegro? Dobre! Ciao, it's wonderful to be in Montenegro, finally! 5,000 kilometers from Scotland, England, France, Belgium, Netherlands, Germany, Luxembourg, Switzerland, Italy, Slovenia, Hungary, Croatia, and now we are here finally. Thank you guys, thank you. One more time, can we make some noise for Team 31? All over Germany, in the heart of Europe. Fast 5000 Kilometer, 14 Länder, 6 Tage Schlaflosigkeit. We did it to Montenegro. Wir haben locker 200.000 Euro Wert an unserem Bugatti platt gemacht, um die Kilometer zu reißen. Wir haben eine Leiter mitgenommen auf der Autobahn. Wir sind selbst platt, meine Stimme ist weg. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in Montenegro. Jungs. Sehr gern. Ihr habt es gemacht. Damian, auf dem Rücksitz editen, machen. Felix, der Herr der GoPros, der Kameras, unzählige Akkus im Petto. Und Serkan, jeden einzelnen Kilometer gerissen. Du bist ganz die alleine. Komplette Tour ganz alleine durchgefahren. Maschine. Wir brauchen keine Maschine, weil Serkan ist die Maschine. Mit Kompressor und allem drum und dran. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Montenegro, Abschlusstag Gumball. Wir sind tatsächlich die gesamte Strecke von Schottland bis nach Porto Montenegro gefahren, wo wir jetzt stehen. Es ist einfach traumhaft hier und es entschädigt für all die Leiden während der Tour. Es war so krass. Schaut euch mal das Auto an. Wir haben es tatsächlich die gesamte Rallye über nicht geschafft, es einmal zu waschen. Also wir haben wirklich die gesamte Patina von Schottland quer durch Europa bis nach Montenegro mitgenommen auf unserem Auto. Mal gucken, wie es aussieht. Ja, wie ihr alle wisst, wir haben eine Leiter geknutscht. Das ist hinlänglich bekannt. Wir haben das ganze Thema dann so, dass es optisch okay aussieht und wir weiterfahren können. Eine neue Lippe ist schon bestellt, kommt dann nächste Woche hoffentlich schon dran, kostet uns mal eben 20.000 Euro. Das Auto ist jetzt halt verdammt dreckig, aber wir haben natürlich vorgesorgt. Das Auto war zum einen komplett von vorne bis hinten inklusive Windschutzscheibe mit XPEL Steinschlagschutzfolie geschützt. Und dann haben wir nochmal zusätzlich zu der Folie eine Keramikbeschichtung auf die Folie aufgetragen. Also wir haben sogar den Schutz geschützt, damit nichts passiert. Und tatsächlich, es ist alles heil geblieben. Die Scheibe hat super ausgehalten, kein einziger Steinschlag. Was hier passiert ist, ihr habt zwischendurch mal gesehen, wie ich Leuchtfackeln in der Hand hielt. Und hier hat sich ein bisschen was abgelegt, aber das ist auf der Folie drauf. Das heißt, wenn wir die Folie abziehen, sieht alles wieder okay aus. Das gleiche habe ich auch hier hinten nochmal. Auch das Carbonteil hier war durch eine Folie geschützt. Und auf der Folie haben wir von dieser Leuchtfackel so eine komische Masse
draufkleben gehabt. Ansonsten, schaut mal, Leute. Staub aus aller Herren Länder. Ja? Das sieht doch geil aus. Ich könnte es mir jetzt hier wie die Footballstars einmal unter das Auge wischen. Ja, was sehe ich noch? Die Felgen sind unbeschadet geblieben, alle vier Felgen. Wir können gleich mal herumlaufen. Wir haben halt unheimlich viel Dreck am Auto. Zwischendurch hat es immer mal wieder geregnet. Was fällt uns noch auf am Auto? Guck mal, Felge hinten links. Ja. Wir sammeln mal den Dreck an meinen Fingern. Ist heil geblieben. Diffusor, wir haben nicht aufgesetzt, alles ist okay. Hier ist auch alles heil geblieben, bis auf die Sternchen, die sich in die Steinschlagschutzfolie eingebrannt haben. Ihr wisst ja noch, wir haben direkt beim Start des Gumballs eine Konfettikanone in den Himmel geschossen. Dann haben sich die Teilchen wieder niedergelegt aufs Auto und durch die Hitze haben die sich tatsächlich in die Steinschlagschutzfolie eingebrannt. Hier auch nochmal auf der Motorabdeckung, auf dem Dach. Überall haben sich die Sternchen aufs Auto gelegt. Wir haben es gelassen. Nächster Felgencheck. Die zweite von vier Felgen. Gucken, ob die auch heil geblieben ist. Ja, sieht gut aus. Weiter. Hier links, also es war alles geschützt. Gerade so exponierte Teile wie ein Außenspiegel. Alles perfekt geschützt durch die Folie. Was könnte denn noch sein? Dritte Felge, Felgencheck. Ja, sieht gut aus. Ansonsten, wir hatten ja neue Reifen draufgezogen vor der Tour. Das Reifenprofil sieht noch verdammt gut aus. Also wir haben weder irgendwie Starts mit einer Launch Control hingelegt, noch sind wir übermäßig schnell mit dem Auto gefahren. Das passt alles. Ansonsten hier natürlich ein Massengrab, ein Friedhof an Insekten. So dreckig hat man das Bugatti-Zeichen wohl selten gesehen. Ich bin echt froh, wenn diese Gumball-Aufkleber bald wieder runterkommen von unserem Auto. So schön fand ich das nicht. Unser Kennzeichen, HP 1500, ihr seht's. Einmal komplett eingesaut. Dann haben wir die vierte Felge, Felgencheck. Gehen auch hier nochmal drum. Sauber. Vier von vier Felgen sind heil geblieben. So, wir sind da. Here we go. The best team of the 24th Gumball 3000 Rally from Edinburgh to Porto Montenegro. It goes to, collectively called, Team Germany, teams 31, 63, 64, 65, and 66, led by Andreas, Marcus, and the Wirth family, Hansworth, along with Victor, and Sal, and Moritz, and Ahmed, and Kevor. Hey, bestes Team, Team Germany, I told you. Wir haben den Gumball übernommen. Hey, Germany. Wir haben abgeräumt. Bestes Team, bestes Team. All people in the world. Let me see. Bestes Team auf dem Gumball. Alter, glaubst du? Yeah! Victor, bestes Team! Ja, krass. Ich sitze hier so entspannt. Ich war total enttäuscht, dass ich nicht den Best Style Award bekommen habe. Nein, Spaß. Und dann rufen die uns hier plötzlich für Best Team auf. Krass, krass. Da habt ihr die Fahrerei gelohnt? Alles ein Tiff, Kirk, und habt ihr das gehört? Team Germany hat gewonnen. Es gibt für mich keine krassere und schönere Auszeichnung als den Best Team Award Team Germany. Am Ende die Reise so belohnt zu bekommen, dass du mit deinen ganzen Jungs und der Crew vorne stehst, besser geht's nicht. Ganz zum Schluss der Reise gibt es eine Person, die wie keine zweite Person hier nochmal beim Bugatti hinterm Lenkrad sitzen sollte. Er hat alle Kilometer gerissen, ganz alleine, hat uns in jeglicher Hinsicht supportet, die ganze Tour über. Serkan. Hallo. Serkan, es ist mir eine Freude, dass du nochmal unseren Bugatti steuerst heute. Keiner hat's mehr verdient als du. Vielen Dank.
Du hast alles gemacht. Du hast die Jungs beisammen gehalten. Du hast das Supportcar gesteuert. Du hast die ganze Logistik hinter unserer Reise gesteuert. Du hast dich um unsere Autos gekümmert. Du hast dich um uns gekümmert, während du dich auch noch um dich selbst kümmern musstest. Serkan fährt Bugatti in Montenegro. Ich bin gerade so überglücklich, sorry. Das ist einfach mal so. Yeah. Ich möchte jetzt auch die Kamera ausmachen, weil ich den Moment einfach gemeinsam mit Serkan genießen will, Leute. Yeah. Wir sehen euch.